Spots Musik. Die Sendung für die Volksmusik mit dem Nicolas Sen. Guten Abend. Grüezi wohl. Spots Musik. Guten Abend miteinander. Schön sind Sie dabei. Spots Musik mit einem Gast. Einer der talentiertesten und bekanntesten Akkordeonisten der Schweizer Volksmusik. Er wird diesen Sommer 65. Ich habe aber wahnsinnig gefreut, dass er vor seiner offiziellen Pensionierung noch hier bei uns bei Spots Musik zu Gast ist. Herzlich willkommen zusammen mit den Alterbuben Willy Valotti. Der Köbi Schiess am Kontrabass, der Michael Böss an der Geige, der Walter Alder am Hackbrett und der Willy Valotti, der ist so schnell gewesen, der ist noch ein bisschen hocken bleiben, mein heutiger Gast, Willy Valotti. Der Willy Valotti ist ein musikalisches Multitalent. Er spielt und unterrichtet mehrere Instrumente. Vor 30 Jahren ist er zusammen mit der legendären Kapelle Hayrasa auftreten. Überhaupt hat er in seiner Karriere immer wieder in ganz verschiedenen Formationen und Stilrichtungen gespielt. Im Jahr 2003 ist er mit dem goldenen Violinschlüssel ausgezeichnet worden. Wenn er nicht gerade Musik macht, ist der Toggenburger am liebsten in der Innerschweiz auf dem Vierwaldstättensee. Und jetzt ist er da bei mir, Willy Valotti. Schön, bist du da. Auch, ja. Also die 65 würden wir ja nicht geben, so sportlich. Jetzt haben wir den Florian Ländler gespielt und das ist nicht irgendein Florian, gell? Nein, ich habe nur einen Florian. Das ist dein Bub? Ja, mein Bub. Du hast heute Abend mitgebracht, musikalische Familie, aber deine Eltern, die haben nicht Musik gemacht, gell?
Nein, sie haben Freude an der Musik und haben mich sicher auf Musik gebracht, aber gespielt. Mutter hat etwa mit 92 immer noch Weihnachtsliedli gmulörgelt. Mit 92 angefangen und einfach bis Nein. Wie bist denn du selber dazu gekommen, zum Musik machen, wenn die Eltern kein Instrument gespielt haben? Ein Onkel, der Stiefbruder von meinem Vater, der ist so ein Multi-Instrumentalist gewesen. Der hat Klarinett und Schweizerörgel und Handorgel und Bassgeige gespielt. Und der hat einfach das Gefühl gehabt, aus mir müssen Musikant werden. Und plötzlich ist er mit dem Orgel da gestanden. Ja, ist so gewesen, ja. Und dann ist dann aber, als du mal über den Onkel dazu gekommen bist, aber schnell losgegangen. Du hast auch angefangen, Formationen zu spielen, zum Beispiel im Echo vom Hemberg. Mhm, Anni, ja. Mit 13 Jahren etwa. Hoila. Hoila, also rund 50 Jahre alte Aufnahme, aber der Valotti hat es hier schon können. Alle ein bisschen am Flirten gewesen, mit dieser Pianistin. Mhm. Weißt du noch, wer das war? Ja, das ist Ernst Müller, seine Schwester, Samali. Die hat am Anfang mit uns Klavier gespielt, bevor der Walter Alder dann zu mich auf dem Berg kam. Ich glaube, da darf man sagen, hat sich ein bisschen durch die Karriere durchgezogen. Mit Frauen bist du auch gerne spielen. Sicher, ja. Nicht bloß spielen. Ich habe ja dann seit 11 Jahren die legendäre Weiberkapelle mit dem Willi Valotti. Dort hast du gerade auch drei Frauen dabei. Wie ist denn die Formation und vor allem auch der Name entstanden? Also, der Name hat Claudia aufgegeben. Sie war 8 Jahre bei uns und sie hatte die Idee, man könnte so heissen. Als ich mal einfach mit diesen drei Frauen spielen wollte, hat sie ein Täfeli gemacht und ist vorne gestanden, Willis Weiberkapelle. Und dann haben wir gefunden, dass ich noch einen guten Namen habe. Dann hat sie hier keine Opposition mitgegeben dagegen? Mal sehr viel, ja. Also sie können, die Frauen können etwa mal briefen, über, dass sie sich so weit ablösen. Zum mit mir spielen. Aber wir bleiben dabei. Komm, und ich habe euch sogar so weit runter. Wir machen heute Abend auch ein paar Musik. Darf ich dich bitten zu deinen Damen auf die Bühne? Der Willi Valotti hat seine drei Weiber natürlich mitgebracht. Martina Roro am Kontrabass, Gabi Neff am Klavier und an der Handorgel Andrea Ulrich. Und den Titel, den spielt, den hat der Willi für eine von diesen drei komponiert, für die Bassistin, nämlich den Zwirbel. Thank you.
Der Willi Valotti mit seiner Biberkapelle. Jetzt hast du zurückgelehnt, jetzt hast du gespielt. Du hast ja nicht als Profimusiker angefangen, hast du mal noch vor langer Zeit ganz einen anständigen Beruf gelernt, gell? Ja, Musik hat trotzdem mal keine Bedeutung gehabt. Also, ich habe schon Musik lernen oder studieren. Das heisst, man muss einen rechten Beruf lernen. Ich habe Blättchenleger gelernt. Und aus einem Blättchenleger aus ist nachher noch ein Bubentraum, Beruf geworden. Ja, ja, also der wäre immer noch ein bisschen mein Traum. Backenführer bin ich dann mal gewesen, eine Zeit lang. Aber bist du nicht alle Bart mit den Händen in der Schaufel gehockt? Da ist eine Ausnahme geblieben. Ja, da ist eine Ausnahme gewesen, da, weil man, da, also der links ist der Hans Frey, der grossartige Pianist, Klavierspieler, Ländlermusikpianist. Und dann hat er es gefürchtet, wie verrückt ich mit dieser Schaufel zu tun. Wer hat denn nachher den Ausschlag gegeben, dass es gleich noch ein Profimusiker aus dir geworden ist? Ja, das war eigentlich eher fast ein bisschen traurig. Mein Lehrer, der Jakob Wespi, ist am Herzschlag gestorben, plötzlich, und hat ziemlich viele Schüler hinterlassen. Und ich bin dann von einem Tag auf den anderen bin ich Musiklehrer geworden. Und von ihm hast du nicht nur Musikschüler übernommen, sondern auch noch zwei Chöre? Ja, also er hat vor mir Jodelclub Wattwil geleitet, Jodelclub Männer Trainislau hat er auch geleitet. Und ich habe dann zuerst Jodelclub Wattwil übernommen und noch einen Männer Trainislau auch noch. Ja, eigentlich. Und rund 40 Jahre hast du den Jodlerclub Männertreu dirigiert und darum hast du jetzt auch mit in Bats Musik gebracht. Sie singen uns unter der Leitung von Matthias Amann einen traditionellen Toggenburger Naturjodel, den Laser. Oh.
Der Jodlerclub Männertreu Nestlau Neu St. Johann. Neben mir ist jetzt der Präsident des Jodlerclubs, der Ernst Metzler. Fast 40 Jahre lang war der Willy Valotti euer Dirigent. Habt ihr noch etwas zu kurz, jetzt, wo er nicht mehr dabei ist? Ja, beides. Nach 40 Jahren ist es schön, wenn man wieder einen neuen findet. Und es war aber gleich eine gute Zeit mit ihm. Ich meine, der Männertreue hat ihm viel zu verdanken und hat den Männertreue sicher geprägt in 40 Jahren. Ihr seid über 100 Jahre alt als Jodlerclub, einer der ältesten in der Schweiz. Wie ist das mit dem Nachwuchs? Findet ihr alle wieder Junge, die da mitmachen? Ja, im Toggenburg ist es kein Problem. Alle Clubs im Toggenburg haben relativ immer guten Nachwuchs. Wir haben jetzt gerade auch wieder die letzten zwei Jahre etwa 4 Junge eingestellt, die da klappen gut bei uns. In dem Fall wünsche ich weiterhin viel Erfolg und ganz herzlichen Dank, sind ihr da gewesen. Wir bleiben gerade noch ein bisschen beim Nachwuchs. Ich habe nämlich auch wieder eine Nachwuchsformation hier in Bozmusik eingeladen. Damals ist es ein Alphorn-Trio aus dem Kanton Ob und Nidwalden. Und die drei jungen Herren, das Alphorn-Trio Bergkristall, die präsentieren uns das Engelberger Echo. Sandro Christen, der Pascal Barmettler und der Jonas Wolfisberg. Unsere heutige Nachwuchsformation und Nachwuchs, das war ja Willy Valotti, meinem heutigen Gast, auch immer ein grosses Anliegen. Du tust auch heute noch unterrichten. Ja, mache ich immer noch, ja, aber nicht mehr so lange. Nicht mehr so lange, hörst du auch auf schon bei der gemacht. Pensionierung? Nein, ganz nicht. An meine privaten Schüler noch und ja, nein. Wie viele Schüler hast du noch etwa? Ja, mit denen, die noch ab und zu kommen, vielleicht noch etwa 20. So. Ja. Das rum. Und da bist du jetzt ausnahmsweise mal am Schweizerörgeli. Da sieht man bei den Auftritten auch Zelte. Nimmst du da nie mit? Wohl, mit der Weiberkapelle ab und zu spiele ich manchmal ein Stückchen, zwei Schweizerörgeli. Aber überlasse das denen, die ich verehre. Die können es besser, die Jungen. Markus Lückiger noch mal. Markus Lückiger. Ja, an erster Stelle, ja, sicher. Und wenn du dann genug unterrichtet hast und vielleicht gleich mal ein bisschen an die Pension denkst, dann bist du am liebsten auf dem TÜV oder auf dem Vierwaldstättersee? Ja,
Jetzt, ja, ich habe beides, ja. Für jede Temperatur bis 25 Grad kann ich Töff fahren. Und das über 25 ist, kann ich baden im Birnwaldstätter sein. Wobei, baden habe ich gehört, gehst du also auch, wenn es kälter ist. Bis wie viel ist da die Schmerzgrenze? Ja, ich messe nämlich nicht. Aber auf jeden Fall die Einheimischen, dort Gersauer, Dweckisser und Fitznauer, sagen alle, die ein Haus am See haben, die gehen nicht genau. Sie gehen jetzt noch nicht baden. Ja, da sind die Dackenburger vielleicht noch ein bisschen abgehärteter. Und der Birnwaldstätter sind liegt da wahrscheinlich auch musikalisch, oder? Bist du jetzt gerade am Heirassa-Festival zweck genau, wieder direkt am See? Ja, im Juni, um den 20. Juni rum, dort bin ich auch programmverantwortlich mit dem Galler Brunner zusammen. Da bin ich natürlich sehr gerne spielen auch. Ich habe dort ein bisschen Geburtstagskonzert am Donnerstagabend, ja. Und eine Woche vorher gibst du gerade nochmal Gas in der Innerschweiz oder wird Gas für dich gegeben? Von diesem Projekt in Kerns, musst du mir jetzt auch noch erzählen. Ja, das war so. Ich bin ein Fan, er sitzt hier hinten. Ich kam auf die Idee, dass wir mit einer Blasmusik etwas zusammen machen können. Und der Bea Blättler, der Kernser Musik dirigiert, ist schon längst, schon manches Jahr ein guter Kollege von mir. Wir sehen uns zwar nicht mehr so viel, aber dann haben wir dann den anderen mal telefoniert. Und er war begeistert und ich auch. Und jetzt gibt es ein Projekt mit der Kernser Musik zusammen. Der Emil Wallimann hat Melodien genommen von mir und ein Arrangement gemacht von einem wunderschönen Stück, das einen Haufen Motiv drin hat von mir. Und eine von diesen Melodien hören wir jetzt. Wir sind in Kanton Obwalden gegangen und haben dort die Musikgesellschaft Kerns gefilmt. Heute hat es mich mit dem Hackbrett in eine Stadt verschlagen, die mehr Einwohner hat als die ganze Schweiz. Ich bin nämlich für einmal nicht bei uns im Land, sondern in Peking mit über 10 Millionen Einwohnern. Und da gehe ich mit meinem Hackbrett schauen, wie die Chinesen auf Schweizer Volksmusik abfahren. Tschüsschen! Nio, Reishi Yinyue, ma? Reishi Yinyue. Mejo. Also Schweizer Musik hat sie nicht. Bots Musik.
Tschüss, Bassmusik. Ah, Kenkao, sehr schön. Sehr schön. Bassmusik. Ja, Bassmusik. Bassmusiker. Bass, Kenkao. Bassmusik. Schwo Batzmusik. Batzmusik? Ja, Batzmusik. Batzmusik? Ah, ich auch. Und wisst ihr zufällig, wo das Stobete da ist? Jetzt seht ihr, wie der Sen auf Chinesisch gemalt aussieht. Da muss ich gleich ein Foto machen. Hey, take a photo. Hoi, da hat es auch noch ein paar, die Musik machen. Ni Xiang Wa Yang Chin Ma? Zai Chen, Hallo, Willi Valotti, mein heutiger Gast, hat noch ein paar grosse Namen mit auf die Batzmusikbühne gebracht, nämlich den Claudio Gmür am Klavier, den Sepp Huber am Kontrabass, den Bruno Siefrig an der Klarinette und eben den Willi. Ihr habt lang und intensiv miteinander gespielt. Jetzt mit etwas Abstand, Willi Valotti, wie schaust du auf diese Zeit zurück? Ja, schöne Zeit. Bruno war der Nachfolger von Kaspar Mutter. Und nach der Heiratszeit oder so haben wir ziemlich intensiv immer miteinander gespielt und ja, schöne Sachen gemacht. Ihr habt intensiv miteinander gespielt, aber Bruno Siefrig, ihr habt auch sonst ab und zu noch ein bisschen jugendlichen Leichtsinn walten lassen. Ja, in unserem jugendlichen Übermut haben wir manchmal also am Morgen früh, wenn wir heim sind von der Biberegg, zu Rotenturm, haben wir ein kleines Verfolgungsrennen gemacht, das wir heute nicht mehr dürfen. Man muss aber festhalten, früher hat es noch keine Tempobeschränkungen gegeben. Und überholt haben wir auch nie, gell? Wir sind einfach hintereinander in einem ziemlich rassigen Tempo davon gefahren. Trotzdem wir den ganzen Abend eigentlich rassige Schottisch gespielt haben. Dann bin ich Gott froh, dass ihr beide so gesund noch da sind. Nehmt doch Platz, jetzt könnt ihr wieder ein bisschen Gas geben zu alten Zeiten. Obwohl wir ja jetzt erst gerade mit dem Sommer anfangen, gehen wir gerade zum Musikanten Silvester.
herzlichen Dank an Sepp Huber, Claudio Gmür, Bruno Siffrig, danke vielmals. Und natürlich, bitteschön, Willi Valatti. Danke vielmals für den virtuosen Auftritt. Danke vielmals, bist du angekommen. Am 7.7. ist dann der 65. Geburtstag, die Pensionierung naht. Wird es ein bisschen ruhiger? Und ja, gern wie. Gut, dann können wir einfällen, dann kommst du eine Kiste rüber. Und von denen lehnst du dich zurück oder gibt es weiterhin noch viele Herausforderungen, die bevorstehen? Nein, ich lehne schon ein bisschen zurück, aber ich habe daheim noch meine Werkstatt, wo ich Handäugle stimme und einen Tag gehe ich noch Wundreibrig in der Schweizer Ägel stimme. Also, ja, dann wird es sicher nicht langweilig. Ja, nein, danke für ich arbeite in der Freizeit. Dass du angekommen bist, Willi Valatti. Genau. Unmittelbar vor dem 7.7., vor dem grossen Jubeltag, ist ja noch das eidgenössische Jodlerfest in Davos. Und zur Einstimmung für das Fest habe ich für Sie noch ein kleines musikalisches Zückerli. Sie können nämlich aus 2 Jahren Batzmusik Ihre Lieblingsjodellieder auswählen. Und für Sie gibt es dann am 5. Juli eine Sondersendung, wo Sie Ihre beliebtesten Titel nochmal hören können. Abstimmen können Sie im Internet auf srf.ch/batzmusik. Machen Sie doch mit und geniessen Sie es dann. Schöne Jodelklänge. Bis dann alles Gute, einen schönen Abend und bis ein anderes Mal. Ade miteinander.